kommen wir jetzt zum Trend Nummer 2, verändertes Informations- und Leseverhalten. Wir leben in einer sogenannten Wissensgesellschaft. Das ist erstmal positiv, weil wir ein ansteigendes Bildungs- und Qualifizierungsniveau haben. Das ist schön für uns Lehrende, weil wir eben mit gut ausgebildeten jungen Leuten zu tun haben. Gleichzeitig ist in der Gesellschaft die Erkenntnis angelangt, dass man eben ein lebenslanges Lernen forcieren sollte. Das heißt, man sollte nicht aufhören zu lernen und das ist natürlich positiv für die Hochschulen. Leider ist bedingt durch die Wissensgesellschaft auch einiges Negatives, was uns als Hochschule berührt. Zum Beispiel ubiquitäre Wissensangebote. Ubiquitär bedeutet die überall Erhältlichbarkeit von Wissen. Früher war der Zugang zu Wissen ja etwas Exklusives. Man musste beispielsweise in eine UB fahren, dort musste man sich Bücher besorgen, erstmal recherchieren, welche Bücher gibt es. Dann musste man sich Wissen aus den Büchern aneignen oder man musste in Vorlesungen gehen, alles mitschreiben, sehr genau zuhören. Das war etwas ganz Privilegiertes, was man da machen konnte. Heutzutage erscheint Wissen letztendlich als ja, mühelos im Internet, auf Plattformen, auf anderen Wegen, weil immer mehr Anbieter auch beispielsweise existieren. Zum Beispiel bietet die Harvard Business School auch Online-Kurse an. Das heißt, ein Student überlegt sich natürlich jetzt, möchte ich beispielsweise an der Fernuniversität in Hagen studieren oder direkt bei Harvard eben online. Damit einher mit diesem ubiquitären Wissensangebot gehen eben auch so Trends wie Open Source oder Open Access. Das heißt, der Zugang zu Wissen ist letztendlich nicht mehr beschränkt, sondern man kann überall irgendwie Zugang zu Wissen bekommen. Damit ist natürlich Wissen auch nichts Besonderes mehr oder kein exklusives Recht mehr, was man irgendwie nur, was wenigen Leuten nur zuteilkommt, sondern es erscheint halt so für die Leute, dass Wissen überall erhältlich ist. Gleichzeitig haben wir deswegen auch einen mangelnden Respekt gegenüber Schutzrechten. Ja, dadurch, dass eben Wissen offenbar überall dort ist, ist klar, dass man dann eben entsprechend auch da mangelnden Respekt gegenüber hat. Und eine weitere Tendenz ist der Wunsch nach Informationsverarbeitung in Echtzeit. Das heißt, man will die Informationen erst dann haben, wenn man sie auch wirklich braucht. Man braucht sie ja nicht quasi schon mal pro forma sich zu besorgen, weil sie sind ja immer verfügbar. Das hat natürlich auch Konsequenzen für die Lehre. Wir sprechen daher von superficial smart students, also oberflächlich smarte Studenten, die, wir drücken es jetzt mal so aus, auch einen Druck verspüren, mit dem steigenden Bildungsniveau mitzuhalten. Die merken auf einmal überall um sie herum, machen die Leute einen Bachelorabschluss und denken sich dann so, Moment, dann muss ich ja auch den Bachelor machen. Das heißt, wir haben heutzutage ganz andere Motive, ein Studium anzufangen, nämlich eben ja, der Druck mit dem Bildungsniveau mitzuhalten, anstatt eben, wie es vielleicht früher der Fall war, Zugang zu Wissen zu erhalten. Das heißt, der Wissenserwerb sollte auch zunehmend mühelos sein. Das heißt, die Studierenden wollen ja nicht unbedingt Wissen bekommen. Das kriegen sie auch überall sonst eben draußen im Internet oder durch andere Kanäle, sondern sie wollen eben entsprechend möglichst Fähigkeiten haben, die sie vermittelt bekommen an einer Hochschule. Bedingt dadurch, dass wir eben diese Informationen überall erhältlich haben, haben wir auch einen Trend zur Besserwisserei im Hörsaal. Ja, Besserwisserei. Also das müssen wir uns auch vor Augen halten, dass das im Hörsaal passiert. Bei mir passiert das tatsächlich häufig in den Vorlesungen, dass auf einmal, während ich vorne ein Beispiel erzähle, zum Beispiel über Krombacher, wie viel eine Kiste Bier bei denen kostet, dann meldet sich auf einmal ein Student und sagt, Frau Naskren, das stimmt überhaupt nicht, was Sie da eben gerade erzählen. Das ist ja ganz anders. Ich habe hier gerade mal mit meinem Handy recherchiert und hier auf der Internetseite steht das ja so und so. Und mit solchen Konfrontationen muss man dann natürlich im Hörsaal erstmal umgehen. Wir können also festhalten, wir haben eine Abkehr von klassischen Methoden der Informationsverarbeitung. Das heißt, die Studierenden wollen nicht mehr nur einfach mit einem Buch arbeiten, sondern die wollen Podcasts beispielsweise auf YouTube sich anhören oder auch downloaden oder eben solche Tutorials. Das sind eben Technologien und Möglichkeiten, mit denen heutzutage gearbeitet wird.
Und was wir eben auch erkennen können, ist ein Anstieg bei Plagiaten und bei Ghostwriting, weil wir natürlich auch, wie eben erklärt, diesen mangelnden Respekt gegenüber Schutzrechten zunehmend haben. Das heißt, auch die Anzahl der Plagiate wird eben zunehmen. Als Konsequenz oder als Implikation für die Lehre bedeutet das letztendlich, wir sollten eine Art Edutainment machen. Das heißt, eine Mischung zwischen Education, also der Lehre, und Entertainment, die Unterhaltung. Das heißt, in der Lehre sind die Dozenten gefordert, es möglichst einfach, interessant, convenient zu halten. Aufgrund des gestiegenen Mediennutzungsverhaltens prasseln ja den ganzen Tag Informationen auf die Menschen ein. Und die wollen natürlich am Ende eines solchen Tages, wenn sie dann abends vom Hochschule kommen, nicht noch irgendwo geistig besonders hart gefordert werden, sondern die wollen einfach ja, angenehm irgendwie mit möglichst lustigen Sequenzen etwas beigebracht bekommen. Also das Lesen von Texten ist bei jungen Leuten verpönt, da haben die gar nicht mehr die Muße zu. Dann haben wir einen weiteren Trend, den wir in der Lehre dann bedingt durch eben dieses veränderte Informations- und Leseverhalten aufnehmen müssen, nämlich Searchless Search. Wir können beobachten, dass die jungen Leute zum passiven Konsumieren von Botschaften, das passive Konsumieren von Botschaften gewinnt an Bedeutung. Das heißt, früher ist man vielleicht in die Bibliothek gegangen, hat sich Bücher und Texte selbstständig dort erarbeitet, wenn man etwas nicht verstanden hat. Das ist nun vorbei. Stattdessen erwartet man, so ähnlich wie bei Amazon, da kriegt man ja auch beispielsweise, wenn man ein Produkt gekauft hat, auch die Empfehlung, Leute, die dieses Produkt gekauft haben, haben auch eben Produkt B auch gekauft. Und so ähnlich wünschen wir uns das auch eben jetzt im Sinne der Informationsverarbeitung. Das heißt, wenn wir einen Text über die Transaktionskostentheorie lesen, wollen wir gleichzeitig auch dann einen Text angeboten bekommen zur Principal Agent Problematik. Das heißt eben Searchless Search. Und was wir auch beobachten können, ist der Trend zu einer Abkehr vom linearen Lernen. Lineares Lernen ist ja, dass wir bei A anfangen und bei Z aufhören. Stattdessen wollen wir ein hyperstrukturiertes Lernen haben. Das heißt, ähnlich wie ein Wikipedia-Artikel aufgebaut ist, eben mit Verlinkungen und Vernetzungen. Wir lesen etwas zum Thema A und sehen dann, dass dort dann eben das notwendige Hintergrundwissen uns fehlt und können uns das über Links dann aneignen. Und das wünschen wir uns natürlich dann eben auch entsprechend für die Lehre. Das geht eben einher mit dieser Informationsverarbeitung in Echtzeit, dass wir eben die Informationen auch nur dann haben wollen, wenn wir sie brauchen und nicht schon irgendwo vorrätig.